dem Video zeige ich euch, wie ich ein Diesellok, eine kleine von Kleinbahn, wieder zum Fahren gebracht habe. Was im Video nicht gezeigt wird, ist, dass ich sie noch einmal öffnen musste und die eine Schraube, wie ihr sehen werdet, im Video nochmal reinigen musste vom Rost. Und dann hat es wirklich, wie ihr dann auch seht, funktioniert, dass die kleine Bahn wieder gefahren ist. Ich wünsche euch viel Freude. Es würde mich freuen, wenn ich einen Daumen nach oben bekomme oder auch wenn ihr meinen Kanal abonniert. Aber jetzt viel Freude beim Video. So, wir werden diese kleine Verschublok öffnen. Sie fährt nicht wirklich. Sie bekommt anscheinend nicht richtig Strom. Wir werden das Ganze jetzt einmal ansehen und schauen, ob wir durch Reinigen oder durch irgendetwas eben zum Fahren bekommen. Als erstes muss man eben da oben die Schraube herunternehmen. Finde ich jetzt persönlich von Kleinbahn ein bisschen brutal. Man kann jetzt diese großen Schrauben, meine ich, das Gehäuse runterholen. Sehen, jetzt ist das Fenster runtergegangen. Von da, das müssen wir dann auch noch reinkleben wieder. Ja, jetzt können wir uns das ein bisschen anschauen. Wir sehen, es ist ein bisschen rostig alles. Und vielleicht ein bisschen da ein bisschen Öl rauf tun. Das Gewicht, das kann man mal runter tun. Weil sonst das schaut eigentlich der Motor recht gut aus. So wie man sehen kann, auch das Metall scheint nicht angegriffen zu sein. Wirklich. Na gut. Also wir werden jetzt da einmal versuchen, das ein bisschen mit Eisenbahnöl einzuhüllen. So, dann haben wir das notwendige Werkzeug noch geholt. Ich habe da so ein liebes Dosel mit einem Modellbahnöl. Mit einer feinen Spitze, wo das Öl rauskommt. Ja, da werden wir jetzt ganz ein wenig ein bisschen da drauf tun. Okay, sieht gerade, dass das nicht so dichtet. Okay. Wir brauchen das eigentlich da drauf. Passt. Gut, damit da die Erholung wieder gegeben ist. Ein bisschen Öl aufgeben, wo der Rost drauf ist. Da in der Hoffnung, dass das ein bisschen besser wird. Dann ganz vorsichtig versuchen, den Rost runterkratzen. Damit der Kontakt besser gegeben wieder ist. Das Tuch tun wir das überschüssige Öl weg. Passt. Mal schauen, ob der Kontakt dann besser sein wird. Wie gesagt, da ist das Fenster raus. Gut, hier haben wir gesehen, dass das Fenster raus ist. Jetzt werden wir da eben ein paar Tropfen reingeben. Eines Modellbaukleber. Es ist jetzt egal. Ihr habt jetzt den da von Uho. Ich mache keine Werbung für Uho. Es gibt andere auch. Da geben wir ein paar Tropfen rein. Dann nehmen wir mit der Pinzette das Glas. In dem Fall ja eigentlich ein Plastik und legen das schön vorsichtig, ich hoffe ihr seht das, da rein und drücken es auch vorsichtig an. Gut, jetzt braucht ihr keine Angst haben, wenn der Kleber drüber verschmiert, weil
Ganz einfach, das lassen wir jetzt trocknen. Und lassen wir es trocknen. Ein bisschen können wir jetzt schon. Ein bisschen mit dem Finger reinhalten und dann rauswischen. Und den Rest, den machen wir dann, wenn das Ganze trocken ist, der Kleber, dann können wir den schön wieder rausputzen. So haben wir mal das reinbekommen. Das Gewicht kommt wieder rauf. Und jetzt zeige ich es, das gehört da vorne rauf. Wir legen jetzt die Abdeckung drauf. Schraufen das Ganze wieder zusammen. Und jetzt gehen wir mal testen, ob der Zug besser fährt. Ja, und jetzt machen wir den Test, ob die Lok fährt. Also rückwärts auch. Also einfach ein bisschen Öl, ein bisschen säubern und sie fährt wieder.